würde einfach mal von denen, die ich denke, dass sie hier sind, sie aufrufen und einfach mal laut ja schreien, wie auch immer, dass die anderen wissen, wer sie sind. Gucken wir mal. Ja, fangen wir mal mit unserem Arburg an. Da hatten sich zwar einige angemeldet, aber so wie ich jetzt überblicke, ist Aurelie die einzige. Aura, komm her, du bist der Star. Das ist Aura aus Teltow bei Berlin. Ja, ein sehr schöner, lieber Hund, Familienhund, alles gut. Die Jagd stinkt, deshalb haben wir Dackel. Ja, ist noch einer aus dem Arburg dabei, aber ich glaube nicht, ne? Nee. So, dann machen wir mit unserem B-Wurf weiter. Da haben wir Blondie mit Frauche. Wo ist sie? Blondie ist hier. Da. Blondie ist mittlerweile Bonnie, also relativ schnell schon Bonnie geworden. Und wir kommen aus Hannover und sind auch seit gestern da. Ja, und sie jagt manchmal. Ja, gut. Schmetterlinge jagen wir auch. So, dann haben wir heute dabei Bero. Ist zum ersten Mal mit bei unserem Treffen. Aus der schönen Ruhreifel. Bero wohnt an der Ruhreifel und direkt am Fluss. Und ist natürlich spezialisiert auf Enten. Und alles, was da rumläuft, ist toll. Ja, da steckt, glaube ich, allen im Blut. So, habe ich jetzt noch jemanden aus dem B-Wurf übersehen? Dann machen wir weiter mit unserem C-Wurf. Hat sie nicht gesehen, ne? Da ist auf jeden Fall dabei der Kasimir aus da hier ist der Kasimir, alias Carlos jetzt. Jo, eigentlich ein ganz lieber Familienhund. Prima. So, dann müssten aber jetzt aus dem C-Wurf noch andere mit dabei sein. Da, Cosima. Cosima, die Zecke hier vom Dienst. Die jetzt aber Rieke heißt und wir sind auch von Hamburg. Hamburger Osten. Ja. Alles vertreten. So, ich habe hier zwar noch Anmeldung. Ist noch jemand aus dem C-Wurf dabei? Ja, wir haben hier noch Carmen, jetzt heißt sie Eva. Ist auch der Couch-Potato und auch das Familienprogramm bestimmt. Und bewegt sich. Sehr schön. Das tun sie, glaube ich, alle ganz gut, ne? So, dann der D-Wurf. Gut, da kommt noch Darius. Der hat sich aber verfahren. Dexter kommt zum Strand. Der ist schon da. Ah, Dexter ist da. Prima. Dexter, ich sag mal aus Hamburg. Hamburg-Berlin. Genau. Mal so, mal so. Genau. Prima. Dann haben wir Diana. Ja, die Diana, die jetzt Andy heißt, ein sehr lieber Familienhund. Alles verrückte Lust. Ja. Prima. So. Noch aus dem D-Wurf jemand dabei, den ich noch nicht aufgerufen habe. D? Ja, da. Doria. Doria. Ach, da, ja. Heißt jetzt Lotta und der Wuppertal und die sehr liebe Familie. Prima. Schön. So, dann haben wir unseren E-Wurf. Da ist auf jeden Fall dabei Eskil. Ja. Mit Herrchen Frauchen aus Thüringen. Eskil heißt jetzt Aira. Wir kommen aus Erfurt, also in Thüringen, und sie ist spezialisiert auf Vögel. Schleicht sich ran und guckt und dann tobt sie mal hinterher, aber ansonsten eine ganze. Und vor Schmuck. So wie wir sie haben. So, dann haben wir Enya, habe ich erblickt. Die Schwester. Hundesport zu haben. Ja, prima. So, gibt es noch jemand aus dem E-Wurf?
Ah ja, Emil, da ist er. Auf der Nähe von Schwerin. Ja, wo wir auch die Enten, sag ich mal, entdeckt haben. Oh. Sein Mädchen. Noch jemand. Ja, achso, ja. Zwei Damen haben wir versteckt. Also unsere Sonja, die lassen wir gleich raus. Und wir haben auch vom letzten Wurf Friederike behalten. Heißt bei uns aber jetzt auch Frieder. Auch temperamentvoll, mitten noch irgendwo in der Pubertät. Also wir haben unseren Spaß. So, ich glaube, das war's jetzt. Dann hatten wir ja zum Malwettbewerb aufgerufen. Es gab wenige Bilder, es hätten ein paar mehr sein können, aber umso schöner sind sie. Also wir haben uns sehr gefreut. Sie hängt da im Baum. Und es gibt auch nur erste Plätze bei uns zu verteilen. Du musst mal ein bisschen dichter alle kommen. Alles, was Erik liebt, wurde aufgemalt. Ja, dafür gibt es einen schönen Preis. Einmal für Erik selber. Hört mir. Familie Heinen aus Luxemburg.
einfach mal nach vorne kommen, ja, nicht so bescheiden, haben den weiten Weg auf sich genommen. Und für die weiteste Anreise gibt es von uns auch ein kleines Präsent. Darf man ja von. Hier, Caro. So, und ich denke, jetzt haben alle genug Geduld bewiesen. Ja. Wir können uns gemeinsam erstmal zum Strand runter begnügen. Ja, unsere holen wir auch noch raus.